So. Fackel brauchen wir jetzt nicht mehr. Okay, Pferd. Hier runter will ich doch. Rüber ins Dorf, ne? Ja, einmal querbeet. Rasenlatscher, Rasenlatscher, hier rüber. Muss ich tun. So, jetzt wollen wir eine steile Kurve. Ich bin hier verkehrt. Ich bin verkehrt. Au, scheiße. Aua, verdammt. Wo habe ich mein Pferd geparkt? Warum stehe ich denn hier? Warum steht mein Pferd da? Au. Ah, Mist. Ich hole dich gleich ab. Aua. Oh, voll aufs Kreuz, ey. Trotzdem. Nee, Saufen haben wir noch nicht weiter trainiert. In Anführungszeichen. Ja, genau. Jetzt wieder aufsteigen. Voll aufs Kreuz gelegt. Oh, einmal hier. Oh, jetzt müssen wir hier mal gucken. Also hier habe ich erstmal mehrere Anlaufstellen. So schnell braun wird, ne, dann will ich ihn auch nicht haben. Gute Frauen, werte Reich, Herren, kommt näher, alle Sorten. Ob arm oder reich. Karotten ein und Äpfel. Ha, ich kenne dich. So von irgendwoher. Woher kenne ich dich nur? Was? Ich hab's, der Traum. Du warst in einem Boot aus Knochen und ich setzte dir eine Dornenkrone auf. Spargel, eine wahre Gaumenfreude. Was? Falsches Spiel. Erzähl mir von deinem Traum. Ich suche nach den Gebeinen des Heiligen. Suche ich tatsächlich. Aber erzähl mir erstmal von deinem Traum. Na schön. Erzähl mir von deinem Traum. Der Traum, ja, der Traum ist wahr geworden. Ich träumte, ein junger Mann würde kommen und mein Lehrling im Wunderhandel werden. Das kann, also. Heute ist wohl dein Glückstag. Dann habe ich also Glück. Im Gegenteil, ich bin der Glückspilz. Wie heißt du, junger Mann? Heinrich. Heinrich. Ein machtvoller Name. Also, Heinrich, bist du bereit, mein Lehrling zu werden? Sag mir zuerst, wer du bist und was du tust. Ich bin ein bescheidener, ärmlicher, kleiner Diener der Vorsehung. Gelehrter oder Händler, Gläubiger oder Heide. Ich wandle durch die Welt ohne Haus und Familie, habe nur meinen Wagen, in dem ich schlafe und biete den Bedürftigen Wunder. Ohne Sippe durchstreife ich diese Gefilde und bringe den Leuten die Wunder näher, derer sie bedürfen. Ich habe alles. Salben, Reliquien, wohlriechende Kräuter, seltene Gewürze, Talismane und Glücksbringer. Okay. Und was muss ich tun? Was erwartet mich, wenn ich dein Lehrling werde? Viel körperliche Arbeit und das Erlangen von Kenntnissen in Medizin, Theologie und weißer Magie. Du wirst die Werke der alten Gelehrten studieren und deine Nächsten zu verstehen lernen, indem du ihnen zuhörst und ihre Seelen liest.
immer noch gut. Und wenn euren Gatten der Teufel holt, sind sie immer noch da. Nichts leichter als das? Nichts leichter als das. Deshalb hat Gott dich mir geschickt. Also, was sagst du? Ich werde dein Lehrling, ja. Ja, ich werde gern dein Lehrling. Wunderbar! Oh, du schöner Tag! Ich habe einen Nachfolger gefunden! Also gut, womit beginnen wir die Ausbildung? Mit einer Prüfung deiner praktischen Fähigkeiten. Oh. Natürlich. Ich habe ein Auge auf drei wertvolle Objekte geworfen. Aber sie sind sehr schwer Gemüse, zu bekommen. Obst, Äpfel, Gurken, Zwiebeln, Kaufleute. Fahre fort. Zunächst einmal brauche ich einen Zahn des heiligen Prokop. Dann noch den Zweig eines Richtfestbaums. Und zuletzt den Glücksbringer eines Spielers. Gemüse, Herr im Himmel, so viel? Schaut nur her. Na gut, aber eins nach dem anderen. Ich hatte gehofft, dass er irgendwie, aber... Wegen des Zahns. Das wird etwas komplizierter, nicht wahr? Ich weiß. Ja, so eine seltene Reliquie kann man nur sehr schwer erreichen. Daher habe ich einen anderen Vorschlag. Ich höre. Ein Laienbruder namens Prokop lebt im Kloster. Und wie es der Zufall will, habe ich kürzlich herausgefunden, dass ihn ein kranker Zahn plagt. Karotten und Äpfel. Ein wahrer Hoch. Woher weißt du von dem kranken Zahn? Er hat es mir in der Schenke gesagt. Aber das ist unwichtig. Okay. Wäre das nicht Schwindel? Ist mir doch egal. Und wie soll ich an den Zahn kommen? Ich habe nicht die leiseste Ahnung. Denk dir etwas aus. Vielleicht überzeugst du ihn ja, dass er ihn vom Schmied ziehen lässt. Vom Schmied, genau. Ne? Wir gehen in Zukunft auch alle zum Schmied, wenn uns der Zahn wehtut. Das ist eine gute Anlaufstelle. Sollten wir machen. Da ist Behandlung und Narkose quasi in einem Hieb. Alles frisch vom Feld. Kommt nur her. Zartes, frisches Fleisch. Ein Hochgenuss. Also gut, ich beschaffe ihn dir, aber eigentlich wäre... Ja, das muss er wissen. Gut, ich werde ihn beschaffen. Karotten, ein wunderbar. Genuss für euch und die Familie. Zwiebeln scharf wie ein beschaffe den Zahn des Knechts namens Prokop. Es ist... Stiller, danke schön für deinen Ray. Dankeschön. Servus. Grüezi. Und hallo. Und Zombie-Schlumpf, hallo. Hi. Wurde früher tatsächlich so gemacht. Brüche und sowas wurden vom Schmied behandelt. Okay. Okay. Macht Mut. Dass der Schmied mittlerweile Zahnarzt heißt, okay. Ja, wie war euer Stream? Und was, vor allem, was habt ihr denn heute gemacht? Warte mal, ich muss mal ganz kurz gucken hier. Grüner Kohl! Schnell, bevor er braun wird! Steht irgendwie gar nicht da, ne? Wer, was habt ihr denn gespielt? Erzähl mal! Der studierte Arzt, der Medikus, hat bis zum 30-jährigen Krieg nicht selbst operiert. Mittelalter hat der Schmied Zähne gezogen, der Barbier hat operiert und der Henker hat Knochen gerichtet. Day of Tentakel gab es. Oh! Und erzähl! Erzähl! Okay, ich mach mal hier. Gemüse, was ist dein. Obst, Äpfel, Gurken, Zwiebeln. Oh, die geht mir auf den. Die geht mir echt auf den Zeiger hier. Man kann die niemand ranhalten hier mit ihren scheiß Zwiebeln. Was ist ein Richtfestbaum? Du bist wohl kein Schreiner. Nein, ich bin Schmied.
Verstehe. Nun, ein Richtfestbaum ist ein geschmückter Nadelbaum. Ein Zweig davon wird ans Dach eines neuen Hauses gebunden, um Glück und Gottes Segen zu bringen. So lange her, dass ich gespielt habe, dass ich gerade etwas auf dem Schlauch stehe. What? What? Gemüse, Obst, Äpfel, Gurken, Zwiebeln. Den können wir selber machen. Wie soll ich an den Baum herankommen? Oh, den mit ihren Zwiebeln. Ich hau dich gleich um. Ich besorge den zwar. Wie soll ich ja? Der Baum hängt ziemlich hoch, nicht wahr? Sicher. Gemäß der Tradition wird er oben aufs Dach gehängt und die Kirche ist hoch. Und wie soll ich dann herankommen? Weiß ich auch nicht, aber irgendwie haben sie ihn schließlich hochgebracht. Gemüse, schön, ja. Frisches Gemüse. Gut. Schaut nur her. Wunderbar, oder? Oh, die Tante hier nebenan, ne? Nimm es mir nicht übel, aber ich zieh direkt weiter ins Bett. Stiller, Dankeschön nochmal und schlaf gut, ne? Schönes Wochenende dir. Danke dir und wir sehen uns. Machen wir. Also gut, ich hole ihn. Machen wir, wir machen alles hier. Also das haben wir. Und mit dem Spieler, das ist natürlich jetzt so eine Geschichte, ne? Dieser Talisman. Wo finde ich so einen? Ich habe einen speziellen im Hinterkopf. Im hiesigen Gasthaus gibt es einen Würfelspieler, der eine Katzenpfote als Glücksbringer bei sich trägt. Okay. Soll das nicht eine Hasenpfote sein? Ich dachte nämlich auch. Eine Katzenpfote? Ich dachte, Spieler tragen Hasenpfoten bei sich. Dachte ich auch. Aber dieser Mann gewinnt ein Spiel nach dem anderen. Also ist seine Pfote eindeutig mächtig. Oder seine Würfel. Wie soll ich sie beschaffen? Wie soll ich ihm den Glücksbringer abnehmen? Es wird sicher nicht leicht, aber du findest schon einen Weg. Ja. Wir werden sehen. Schauen wir mal, ne? Also gut, ich hole dir die Pfote. Kohl, grüner Kohl. Ich denke auch, ne? Ich denke auch, Narzissa, das geht in Richtung der Würfel, nicht der Pfote. Ich denke, das ist... Okay, ich beschaffe dir die Gegenstände. Ich mache mich dann auf die Suche. Ausgezeichnet. Tu das, mein Knecht. Viel Glück. Nee, ich glaube, die hätten nichts gebracht, denke ich. Gegenstände für den Scharlatan. Ich suche nach den Gebeinen des Heiligen, genau. Ich suche nach einem Stück von den Gebeinen des Heiligen Prokop. Tatsächlich? Und für wen suchst du das? Das geht dich nichts an. Ich hätte das gern als Glücksbringer. Für einen Freund. Ah. 2 oder 3. Das erste würde ich nicht nehmen. 2 oder 3. Für einen Freund. Ich bin jetzt ein Lehrling. Ich darf auch Glücksbringer haben, oder? Okay, Chat geht auf 3, dann machen wir 3. Für einen Freund. Er hätte gerne etwas Heiliges. Ein vernünftiges Kerlchen. Ich habe einen Fingerknochen. Und ist er vom Heiligen Prokop? Also er war bestimmt ein redlicher Knabe. Oder zumindest keiner von der schlechten Sorte. Und wenn ich mich nicht irre, hieß er sogar Prokop. What? Ha. Wollen wir ihn verarschen? Wir verarschen den, oder? Na gut, was soll mich das kosten? Das ist ein wahrlich wertvolles Stück. Nee. Ist es nicht. Huch, Spiel gespeichert? Einfach so? Alraunenwurzel. Um Gottes Willen, was hast du denn hier alles? Du hast sogar Kamille da. Da könnte ich. Komm, die Kamille, die hole ich mir gleich hier. Die nehmen wir mit. Horn eines Einhorns. Ja, guckt euch das mal an, was der alles so hat hier, ne? Das pulverisierte Horn heilt die nachlassende was? Was?
Oh, Janni, schön. Damit alles, ja. Okay. Knochen des heiligen Thomas. Ein Pulver aus den Knochen des kleinen Fingers vom heiligen Thomas bewahrt vor... Okay. Das meint er aber dann wahrscheinlich, ne? Ist relativ günstig auch. Kristall aus dem Kiffheuer. So, ja, ich glaube, der hat selbst ein bisschen gekifft. Minze Löwenzahn. Das Buch ist tatsächlich schon so ein bisschen interessant. Nützt uns bloß noch nichts im Moment. Salz der Madonna. Salz aus den blutigen Tränen der Madonna von St. Jakob. Reinigt die Luft von allen Krankheiten. Ach, von Krankheiten. Und eine Schatzkarte. Die Schatzkarte, die kaufe ich dir instant ab. Ich habe Urim gelesen. Ich muss jetzt, sorry. Urim und Tumim. Was auch immer das ist. Warte, müssen wir lesen. Die machtvollen Steine Urim und ja, ne, von Thorim. Welche die jüdischen Weisen des Altertums und Verzeihung. Okay. Der hat wirklich kuriose Sachen. Oh Gott, der hat wirklich kuriose Sachen. Aber der, ich denke mal, der Knochen hier, das sollten wir uns auf alle Fälle mal mit einpacken. Eine französische Altarskerze, das ist dann, das hängt wahrscheinlich dann damit zusammen. Ne? Französische Kerze mit dem Alraunenwurzel. Eine Alraunenwurzel gepflückt unter der Richtstätte. Wenn man sie 2 Monate lang am Busen trägt, heilt sie Unfruchtbarkeit. Es gibt komische Sachen. Es gibt ganz komische Sachen. Augentrost haben wir 12 Stück. Da könnten wir ihm so ein bisschen was andrehen. Alles, was über ist hier, ne? Distel genauso hier, weg. So, was haben wir noch so für Meinigkeiten? Hier zum Beispiel Johanneskraut. Können wir 10-mal floppdiwopp, ne? Bitte gab es tatsächlich ein Horn zu kaufen. Wenn es echt war, war es geriebenes Nashorn. Okay. Singja, ich grüße dich. Hi. Freue, dass du noch streamst. Jo! Mal kurz auf die Uhrzeit gucken. Wir sind, glaube ich, schon überfällig mit der nächsten Pause. Kann das sein? Wir sind ja jetzt schon bei 7 Stunden. Laut Adam, dem Riesen, geht da was nicht auf, wenn ich 2 Stunden immer und so weiter, ne? Oh Gott, wie viel Minze haben wir denn? Bohnenblume. Muss nicht so viel verkaufen. Ringelblume. Salbei, genauso. Floppdiwopp hier. Tollkirsche, jetzt haben wir so viel, ne? Oh. Und hier können wir noch mal eine. Eine können wir noch raushauen. So, du zahlst 120, das halte ich für ein Gerücht. Mein Guter, das halte ich für ein Gerücht. Wir gucken mal, ob wir uns noch irgendwie anders einigen können. Nun, versuchen wir es. Wir versuchen es, natürlich. Ich hätte ganz gern los 90 bezahlt, zum Beispiel. Zufrieden? So kriegst du mich nicht rum. Spargel für den Gaumen und Pflaumen gegen Ächzen und Raunen. Xenia, ich hoffe, du hattest einen schönen Tag. Was damit? Das ist zu wenig. Ja, dann komm mir doch entgegen. Guck mal, machen wir so. Was sagst du dazu? Nee. Machen wir nicht, danke. Darauf würde ich fast einschlagen. Fast. Gemüse, Obst, Äpfel, mit der Summe kann ich leben. Aber dann, oh, gut. Ruf verbessert. Und wenn euren Gatten der Teufel holt. Oh, die geht mir ja so auf den Zeiger, ne? Okay.
Jetzt müssen wir mal gucken. Wir haben doch jetzt... Irgendwas haben wir jetzt abgeschlossen. Oder auch nicht. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich Questgegenstände. Hier oben bin ich Questlog. Das gucken wir uns dann gleich mal an. In ein paar Tagen. Okay, da haben wir noch ein bisschen. Bringe Fritz die Neuigkeit. Das können wir tatsächlich noch machen. Und das Buch ist dann irgendwo im Kloster. Da habe ich jetzt schon Bock drauf. Hier haben wir es. Wähle ich das mal ab hier. Und dann gucken wir mal, ob der damit zufrieden ist. Ich möchte fast bezweifeln. Aber wir probieren. Und jetzt fehlt uns noch eine Pflanze, ne? Es sind noch ein paar Questgeber. Oh, ich bin falsch abgebogen, glaube ich. Hier komme ich aber nicht rüber. Nee, das wird... Das ist... Nee. Warte, hier, andersrum. Wir müssen hier rüber. Ich habe auch einen Kristall aus Kiffhäuser, das ist nämlich meine Heimat. Bestimmt Hornhaut schon im 40-jährigen Arbeit. Schuh aus. Oh Gott. Lecker, lecker, lecker. Okay. Ja. Gib mal ein bisschen Stoff hier. Hoppa. Und rüber über die Bridge. So, ist ein... Gott, sind wir fast über den Haufen gerannt, ne? Wir müssen hier rüber. Einmal hier mit dem Pferd hier durchziehen. So, mal sehen, ob der damit zufrieden ist. Aber ganz ehrlich, ich möchte es bezweifeln. Guten Tag. Wie kann ich helfen? Aber das war doch der mit den... War der das nicht? Wessen Haus ist das? Das des Kustos. Des höchst verehrten Barons Sebastian vom Berg. Ja. Ich danke dir. War das doch? Keine Ursache. Lebe wohl. Der war das nicht. Hä? Ich bin irritiert. Moment. Hier vorne rennt jemand rum, der das wollte. Ich dachte wirklich, das wäre der gewesen. Sorry. Sorry. Ich wollte eigentlich noch eine Pause machen hier. Warte mal. Du nicht, nee. Du auch nicht. Ist der da drin, der das wollte? Ich bin immer mehr irritiert hier. Was ist hier los? Nein, sowas. Ich wollte hier gar nicht rein. Mal gucken. Ja, nee, eigentlich nicht. Und so. Ach, hier oben müssen wir dann hin.
Leiche fliegt da. Guck. Oh. Was ein Schuss. Kann ich den aufnehmen? Hat er sich letztens noch gefragt, wozu man dort oben... Ja, ne? Aber guck mal, wir haben's. Ich bin ja sowas von... Ich hab den beim... Lalalala. Meine Güte, ich bin ja gerade... Ich bin völlig hier... Hätte nie gedacht, dass ich den treffe hier gleich beim ersten Mal. Okay, da haben wir das schon mal. Jetzt stellt sich immer noch die Frage. Genau. Ich muss mal sehen, dass wir die, ob ich die Geschichte vielleicht dann direkt deaktivieren kann. Dass sie, also wir lösen das natürlich nach, ne? Aber, ach Mist, jetzt komme ich hier nicht hoch. Ich wollte mal hier drüber gucken. Aber falls jemand dann eher rausgeht oder sowas, ne, weil er dann ins Bett muss oder wie auch immer, dass er dann auch noch von seiner Einlösung ein bisschen was mitbekommt. So, warte mal, ich gebe hier nochmal ganz kurz was hier in die Kauleiste. Okay. Wer bist du denn? Bruder Förtner, du klingst doch genau nach dem, den ich suche. Ich suche nämlich jemanden, der mir die Tür aufmacht. Ist alles verschlossen. Möge Gott über dich wachen. Scheinbar haben wir mit dem schon gequatscht. Okay. Mach die Tür auf, musst. Genau, oder? Mach die Tür auf, ich muss ein Buch klauen. Nicht nur das. Alles sehr schwer, hier kommen wir nicht rein. Gott, hier geht die Heimlichkeitsmusik los, ich hab Angst. Das bringt auch nichts. Osti. Ich bin echt ein bisschen confused. Wo ist denn hier Quest A? Im... Okay, da lässt sich nicht verarschen. Okay, ich habe schon verstanden. Der lässt sich nicht verarschen. Die Schweine sehen alle sehr gefährlich aus, finde ich. Die haben so ein bisschen was von Mr. T, also vom Haarschnitt her zumindest, ne? Vom Haarschnitt meine ich natürlich. Ist ja schon 2:30. Ich wollte den Typen hier oben, wollte ich verarschen und wollte dem jetzt die Knochen andrehen. Aber er lässt sich nicht verarschen, ich muss wirklich hier rein. So, was haben wir hier, Bruder Nikolaus, was du gefunden hast? Da haben wir noch nicht alles, da fehlt uns noch eine Zutat. Und, Buch haben wir. Jo, hier könnten wir dann eigentlich noch erforschen. Der Rest ist ja eigentlich relativ, ne? Jetzt sind wir in Sasau, normalerweise müssen wir es jetzt durchziehen, ne? Was, keinen Knochen? Ich habe aber einen dürren Hund. Feiner Hund. So ist's echt. Was sagen halt, einen Rand, gib mir lieber was zu futtern. Sieh mal, was ich für dich habe. Ganz lecker. Na, das ist ja richtig gut. Ja. Richtig, hier gibt's Innereien. Guck mal. Igitt. Und nachher dann die Blähungen bitte weg von mir, ne? So, ja gut. Rüsten. Ich muss nochmal auf die Questmap gucken. Zu weit weg, ne? Ruheloser Geist. Müssen wir machen. Müssen wir machen?
Und müssen wir auch machen. Bring etwas zum Scharlatan. Schaffe den Zahn. Komm, das können wir eigentlich auch mal. Machen wir es mal das hier, ne? So, schaffe den Zahn. Schaffe die Pfote und bring etwas hin. Dann gucken wir mal, ob wir den Zahn noch bekommen. Wenn du nicht jetzt anfängst, Schlösser zu knacken, kommst du nicht weiter. I think so. Ich renne erstmal hier runter, ne? Dann suchen wir uns diesen Typen mal. Und fange aber bloß das Gespräch erstmal an. Also sprich, ich gehe mal in den Dialog rein und dann gehen wir mal ganz kurz in eine Break. So, warte mal, der ist hier draußen. Ja? Lass mal wieder sammeln. Das ist doch hier der da. Hola. Rohkopf. Es ehrt mich, dass ein Ritter wie du sich für mich interessiert. Naja, besonders für deinen Knochen. Das sieht nicht gut aus. Was? Wovon redest du? Dein Zahn. Der tut sicher höllisch weh. Woher weißt du davon? Ich bin Arzt. Ich habe gehört, wie du dich darüber beklagt hast. Eine Schlägerei anfangen. Danach haben wir einen Zahn. Also ich... Zwei, würde ich sagen. Knochen, willst du etwa seinen Finger? Ja, zum Beispiel. Du weißt, dass es falsch klang. Nee, nicht da. Ach Mann, Janni. Ach eins. Ich bin ja kein Arzt. Ich wäre für zwei irgendwie. Ich wäre irgendwie für zwei. Einfach jetzt draufhauen, das. Nee. Das wär, zwei, oder? Zwei. Minus eins. Wir sind überall unterlegen. Ich habe dich gestern in der Schenke gehört. Ich würde ihn ziehen lassen. Warum das? Ich kannte einmal einen Mann, der das selber erlebt hat. Sein Zahn war krank und er wollte ihn nicht ziehen lassen. Und was wurde aus ihm? Keine Ahnung. Aber ich schätze, es endete übel für ihn. Ist er verknist? Nun, mein Zahn tut schon weh, aber ich hoffe, dass er von selbst gut wird. Der wird nicht gut. Willst. Der wird nicht gut. Wegen deines Zahns. Was ist dein Problem? Das ist doch sonnenklar. Der Zahn macht aus dir ein aufgedunsenes, hässliches Schwein. Aber das ist bei deinem dämlichen Gesichtsausdruck sowieso einerlei. Was? Du Bastard. Du wagst es? Außerdem stinkst du nach Pferdeäpfeln. Aber der Gestank, der dir aus dem Maul kommt, übertrifft das noch. Genug! Geht doch! Komm auf ihn plündern. Hey du! Es ist jetzt nicht wahr! Du bist ein Dieb. Ich habe dich gesehen. Ich habe einen Zahn geklaut. So schnell wirst du die Sache nicht vergessen. Um das zu bereinigen, musst du einiges hinlegen. Hast du aber gleich gut hingelegt. Kill ihn. Nee, wir können nicht alle umhauen hier. Nee, machen wir nicht. Ich zahle. Ach, jetzt ist er schon wieder munter geworden. Bitte sehr. Du hast dich vor dem Gesetz geläutert. Aber ich behalte dich im Auge. Darauf kannst du wetten. Und rück das Diebesgut raus. Nee!
Du hast mir jetzt nicht den Zahn abgenommen, ne? Sonst muss ich dich wirklich umhauen. Questgegenstände? Nee, haben wir noch. Oh! Hast du ein Glück! Warum hast du denn die Keule in der Hand? Was? Meine Rüstung ist weg. Nein! Oh, nee, oder? Nee. Kriegen wir das wieder? Was denn? Hey, du! Halt! Das reicht mir's. Geh weg! Jetzt wirst du wohl hier! Jetzt wirst du wohl hier! Du. Ist mir jetzt egal. Ist mir jetzt egal hier. Scheiße, Gnade. Genug. Von wegen. Hier, bleib hier. So. Deine Groschen sind meine Groschen. So, und das ist meine. Kann aber nicht wahr sein hier. Bloß, dass er nicht petzen geht. Entschuldigung. Habt ihr irgendwas gesehen? Nö, ne? Aber meine Verbrechen verurteilt er. Hat doch funktioniert. Entschuldigung, also der kann mir doch nicht meine Rüstung mopsen. Also, so weit kommt's noch. Ich hab die so lange mit mir rumgeschleppt. So viel Schweiß vergeudet. Da wollte ich mir bloß an die Hose. Relativ, ne? Relativ. Also wir müssen den Mist wirklich mal reinwaschen hier. So, was haben wir denn noch so? Die Handschuhe brauchen wir nicht. Wir müssten ja wieder unsere haben. Den Zahn haben wir zum Glück noch. Das Schwert müssen wir wieder anlegen. Das müssen wir anlegen. Und ich habe noch keine Schuhe an. Hat der die Schuhe noch? Oh, warte mal, das alte Schwert ist besser, ne? Habe ich das falsche Schwert mitgenommen? Huch, Entschuldigung. Ja, ich habe das falsche Schwert mitgenommen. Jetzt sind wir wieder ins Badehaus, da scheint sich etwas angestaut zu haben. Was? Rüstung. Ich habe keine Schuhe mehr, doch. Ich hab doch Schuhe. Hey, was ist denn das? Armrüstung, hier oben. Ne? Armrüstung. Was sind die? Hier. Okay. Ich wollte gerade nochmal zurückgehen. So. Nee, da gehe ich nicht mehr hin. Das ist Tatort. Aber ja. Badehaus, da sagst du was. Ich wollte das eigentlich anders handeln. Mann.
Barhaus, da hast du natürlich jetzt was gesagt. Ich habe Badehaus entdeckt. Wie man reitet, du Tölpel! Dann guck doch richtig, wo du hinläufst, du! Fällt dir das nicht sein. Ja. Schönen Tag. Was willst du? Ich hätte ganz gern die Dienste des Badehauses. Ich möchte die Dienste des Hauses in Anspruch nehmen. Was hättest du denn gerne? Och, ich möchte ein Bad nehmen und meine Kleider reinigen. Das wäre das Mindeste. Heilung brauchen wir eigentlich nicht, ne? Haare schneiden lassen? Rasieren lassen? Bei dem ist alles dabei. Also, nicht falsch verstehen. Da ist also auch Waschen dabei, ne? Also, waschen und Wunden und ihr wisst, was ich meine. Ne? Also, ja? Ja? Nee? Ist nicht? Eins und vier. Eins und vier. Wie gesagt, ne, ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich alles beinhaltet. Also auch das. Vier enthält eins. Und ich muss mich mal reinigen lassen. So. Alles, was dazugehört. Und so. Ich hätte gerne ein Bad. Zu zweit. Du wirst es nicht bereuen. Mach's gut. Ein Bad. Das, was ihr gehört habt, war die Seife. So. Gut. Wir haben hier, ja. Wo ist das Bild zum Ton? gab's schon. Jesus. Oh, danke schön. Hast du was verloren? So, habe ich was vergessen? Ist etwas passiert? Es ist nichts passiert, nein. Okay, du machst mir... Also, die Begrüßung war natürlich toll, aber... Oh, oh, das baut natürlich auf. Oh, oh. Mein Pferd steht hier vorn. Jetzt sind wir erstmal wieder gereinigt. Deswegen haben wir das jetzt gemacht, so, weil ich... Bin jetzt hier schon tagelang hier durch die Landen geritten und ich war saudreckig. ja, wer kennt sie nicht, die antike Stöhnseife aus der Tube? Genau. Ne? Vor allem Flüssigseife dauert länger beim Aufheben, genau. So, drauf auf den Gaul. Und dann, let's go. Ja, wo wollten wir jetzt? Ich bin noch etwas, ich bin noch, ne? Und, mal gucken. Okay, Wunder der Welt. Wir brauchen noch die Katzenpfote. Okay. Gut, dass ich meinen Gaul wieder verkehrt rumgedreht habe. Köter, kommst du mit? Und der muss dann ja hier sitzen, ne? Nee, das ist hier oben. Er sitzt da oben? Okay. Einmal hier hoch. Ach, hier sitzt er. Okay. I see.
Na dann. Ich park mal in der zweiten Reihe. Bürger, stehlen. Bist du der, den ich suche? Spieler. Guten Tag. Wie kann ich helfen? Nicht so förmlich, werter Herr. Du bist sicher der Glückspilz, von dem alle reden. Ja, das Glück ist mir in letzter Zeit hold. Aber das kann sich schneller ändern, als man denkt. Die Leute sagen, du hättest einen Glücksbringer. Ist das verboten? Nein, keineswegs. Ich finde es nur interessant. Warum? Lass uns darum spielen. Oh, ich mag die Würfelspiele nicht. So einen könnte ich auch gebrauchen. Ich kaufe ihn dir ab. Gib mir die Katzenpfote. Naja. Also abkaufen wird dann nicht machen, glaube ich nicht. Und wenn, dann wird es ein Preis, wo ich wahrscheinlich ein neues Pferd von kriege. So einen könnte ich auch gebrauchen. Dann geh zum Schinder, der besorgt dir einen. Es war jetzt nicht so die Antwort, die ich gern hören würde. Ich habe meine Würfel nicht dabei, so ein Mist aber auch, ne? Oh, sollen wir es wirklich wagen? Lass uns dein Glück auf die Probe stellen. Spielen wir um den Talisman. Ha, wie du willst. Mein Talisman gegen deine Groschen. Oh, wir werden so untergehen, ne? Geld setzen. Oh, 100 will der haben. Warte mal, wir holen erstmal die... Habe ich hier irgendwo was in der Nähe? Würgen. Salvas haut hier alles um, ne? Du hast was ich brauchen könnte? Ich bin Dorfkind. Ich kenne Stellen, ne? Da findet dich niemand. No risk, no fun. Ob wir erstmal aus der Kiste unsere Würfel holen? Ach komm, los. Sicher. Sonst macht es ja keinen Spaß. Los. Los geht's. Mal sehen, ob ich das hinbekomme. Bin schon gespannt, wie du wirfst. So, jetzt erklär mir mal das Würfelspiel. Wenn das so weitergeht, wird das sicher kein gutes Spiel. Das war's. Warum kann ich eigentlich hier... Kann ich auch? Kann ich mitmachen? Oder nicht? Nein, besser nicht. Ah, jetzt darf ich. Okay. Jetzt muss ich erstmal überlegen, wie war das Würfeln? Ich glaube mit Fünfen und Einsen, ne? Hast du welche, die funktionieren? Nee. Ja, müsste ich welche. Also in der Truhe müsste ich welche haben. Nee, ich habe jetzt gar nichts gedrückt. Das ging einfach weiter. Ne? Das ging einfach weiter. Ich konnte jetzt gar nichts machen. Ich glaube, mit Fünfen und Einsen, glaube ich, war das, ne? Ich habe die Regeln jetzt gar nicht mehr im Kopf. So ein Mist. Hilfe, T. Warte mal. Eins ist 100 Punkte, 5 ist 50 Punkte, genau. Und wer zuerst, ich weiß jetzt nicht, wie viele Punkte hat. Lalalala. 4er, okay. Ja, genau, ne? 5er ist so relativ unwahrscheinlich. Eine Straße, huhu, ja, okay. 1, 2, 3, 4, 5 oder 2, 3, 4, 5, 6. Okay, das wird alles nichts. Ich würde die 1 und die 5 erstmal wegpacken. Aufhören, wenn nichts mehr kommt. Zug eines Spielers. Der Teufelskopf ist ein Würfel mit einem Teufelskopf als Joker. Anstelle eines, der Metall gilt. Ist zum Beispiel 1000 Punkte wert.
Die Seite mit dem Joker zielt allein jedoch keine Punkte, sondern nur in Kombination. Okay. So, ich würde mal die 1 auf alle Fälle. Die packen wir mal beiseite. Was dauert da so lange? Und vielleicht. Das ist nicht Schach. Ich hätte gern Bier. Eine 5 erstmal. Eine 5. Weil die 5 nur ein 15. Die sind. Der hat schon 600 Punkte, ne? Punkten und passen, punkten und fortfahren. So, ich sehe Mist. Das ist schnell wieder vergessen. Scheiße. Der hat doch 3 gezinkte hier, ich sehe es doch. Guck mal. Oha. Oha. Okay, was haben wir hier? 2, 3, 4, 5. Nee, das war nix, ne? Bräuchte noch eine 6 dafür. Oder? Scheiße, ich muss nochmal gucken. 2, 3, 4, 5, 6, ja. 1, 2, 3, 4, 5 bräuchten wir. Dreier ist 400 Punkte wert. Haben wir nicht. Haben wir nicht. Wir haben bloß die 5. Wir haben bloß die 5. Dann muss ich die erstmal markieren. Punkten und fortfahren. Genau. So, hier nehmen wir die 1. Oh, wir haben hier echt nichts, ne? Wir haben hier echt nichts. Nur die 1. Ach komm schon, lass mich wieder würfeln. Oh, 2 Einsen, das ist gut. Die nehmen wir natürlich mit. Punkten und fortfahren. Nee, punkten und passen, würde ich sagen. Ja, ist klar, ne? Ist klar. Oh, 3 Sechsen. So, dann nehmen wir die noch mit. Und die 5 nehmen wir auch noch mit. Und dann würde ich sagen, punkten und passen. Ich werde trotzdem verlieren. Der braucht bloß noch 250. Die hat er ja jetzt schon hier. Das war's. Ja, sicher. Das Glück ist mir noch hold. Noch ein Spielchen? Ich komm wieder. Ich muss erstmal meine Würfel holen. Das reicht. Ich hole erst meine Würfel. Es reicht. So. Und dann probieren wir das nochmal. Würfeln war ich aber nie gut hier in dem Spiel. So, wir brauchen mal. Wo ist denn hier? Gibt's sowas wie eine Taverne hier? Habt ihr Schlafplätze hier? Wie du wünschst. Jetzt renn doch mal nicht weg, ich will mit dir reden. Was willst du jetzt wieder von mir? Lebe wohl. Bist ja gut drauf. Okay, die haben ja scheinbar kein Bett. Ich muss nochmal die Map gucken. Hier hoch müssen wir. Ich bilde mir ein Jahr. So, Quatsch, warte mal, hier rüber müssen wir. Ich muss mal gucken, was wir für Würfel haben. Wir haben auf alle Fälle schon welche. Zur Not müssen wir ihn wirklich umhauen, aber nee, nicht da. Ja. Nicht da.
So. Bürger. Nee. Hier, zu dir will ich haben. Ran. Ich will von dir was haben. Ja. Es wird langsam spät, ne? Gott sei mit dir. Hallo. Ich würde gerne hier einen Schlafplatz. Hast du ein Bett für die Nacht? Natürlich. Für wie lange? Eine Nacht vielleicht. Eine Nacht. Gut. Bezahlung im Voraus. Ja, kriegst du. Ja. Hier dein Geld. Bitteschön. Dir wird's hier gefallen. Ist wie auf einer Wolke zu schlafen. Oh, und dann Gespräch beenden. Das war hier oben, ne? Nächste Etage. Ich glaube, es war die mittlere Tür. Müsste die hier sein. So, Tür noch zu hier. Einfach so, dass wir sie dann wieder aufmachen können. Das ist meine Truhe. Hier. So, sonstiges. Hä? Das sind noch nicht alle Würfel. Wir hatten noch mehr. Einer der wenigen ordentlichen gezinkten Würfel natürlich zugunsten des Besitzers. Aber ich hatte doch noch mehr Würfel. Ich bin irritiert. Aber den nehmen wir mal mit. Die haben wir doch hoffentlich nicht verkauft. Okay. Das Ding können wir doch, das müssen wir doch einlagern hier, ne? Meines Wissens hast du die verkauft. Du meintest, du brauchst die nicht mehr. Ja, dachte ich eigentlich, ne? Da haben wir einen gezinkten Würfel. Naja, das wird nichts bringen. Das wird nichts bringen. Wo habe ich die denn? Wo habe ich die verkauft? Das ist die Frage bei Peschek. Müsste der die noch haben, aber ich renne jetzt nicht wieder zurück nach Ratai. Quatsch, Stallenberg ist das, ne? Ja. Also ich probier's nochmal. Ich probier's nochmal. Sagt's. Die rennt hier schon mit dem, ja. Ich wollte gerade sagen, mit der Sense rum. Haltet den Dieb! Pass auf, was du da treibst! Hier gehen Leute! Scheiße! Gottverdammt! Verdammt! Bleib hier, sonst hau ich dich. Und das war's. So, was hat der denn beide sich hier? Groschen nehmen wir mit. Ausmachen hier, was ist denn hier was wert? Die Handschuhe sind was wert? Die Dietriche können wir ja auch mal mitnehmen, ne? Trockenobst, altes Hemd. Dem hast du es gezeigt. Ja, ja. Danke, diese diebische Elster. Man kann niemandem mehr trauen. Damit du weißt, dass ich nicht geizig bin, eine Kleinigkeit. Danke. Oh. Dankeschön. Ja, ne, das war ja ein böser Mann hier, ne? So, ich muss den nochmal weiter plündern. Hat der noch irgendein... Bleib doch mal liegen! Ich bin noch nicht fertig! So, jetzt nochmal. Nee. 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 Okay. So, jetzt darfst du aufwachen. Ja, feiner, ne? Feiner bist du. Ganz fein.
So, zwei, drei Würfel. Echt. Kannst du ruhig machen, weil würfeln werde ich nicht so häufig machen, ne? Er hatte Glückswürfel und Unglückswürfel, genau. Und ich hatte ungerade, Würfel der Ungeraden und... Das ist gar nicht, was es noch war. So. Ich bin vorbeigerannt. Nee, hier vorne ist es erst. Ich muss noch ein Stück. Hier vorne ist es. Nagatai hatten wir schon, aber nicht als Würfel. Ich will es nochmal probieren. Wegen deines Glücksbringers. Was ist damit? Lass uns darum spielen. Hier. Also ich könnte ja, aber das geht, denke ich. Was will der denn für haben? Das würde mich mal interessieren. Wenn er 100 Einsatz haben will, ne? Und den die Pfote für 150 verkaufen würde, ne? Ich kaufe ihn dir ab. Wird aber nicht machen. Willst du meine Katzenpfote kaufen? Du machst Witze. Nein, ich will sie kaufen. Wie viel willst du dafür? 150, was habe ich gesagt? Wenn ich jetzt nochmal verliere, verliere ich 100, ne? Umhauen können wir da immer noch. 100 hast du verloren, ja. Hätten wir können gleich machen. Toll. Zufrieden? Toll. Mehr. Ja, ja, dann geh mal runter hier. Hier. Sowas, da hat sie mir noch mehr Glück gebracht, als ich dachte. Danke. Mach's gut. So. Den müssen wir uns aber irgendwie mal merken hier. Vielleicht können wir den doch noch irgendwo in der dunklen Ecke umhauen. Oh. Mehr als 120 Groschen wären 120 Groschen plus Faust. Ja, aber ich kann ja hier nicht mitten in der Taverne eine Schlägerei anfangen. Das geht ja völlig in die Hose dann. Also noch mehr als eh schon. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo der Typ ist hier. Ich hab doch jetzt alles. Der muss hier hinten rumrennen. Ja. Ja. Der ist unten, ne? Hä? Der war hier? Da. Oh, hab ich mich wieder toll hingestellt hier. Oh, da hängt sogar der Hund. Oh nee, echt. Der hat mich echt hier. Ey, du Stalker!